Bist du Wusa? Geht's ab zu Yakuza? Ja, ist so geil, wie die japanische Schrift. Die ich einmal frei lesen kann. Ja. Wie in, der ganzen scheiß Demo. Genau, also wir spielen Yakuza 6. Das gibt's momentan im japanischen Store, gell? Jupp. Jo, eben zum Runterladen, die Demo. Und Jens ist davon total begeistert. Ja. Deswegen haben wir uns gedacht, das zeigen wir es mal. Dass man einfach mal so ein kleines Bild davon kriegt, wie die Grafik aussieht und so. Also ich muss sagen, mich haut es jetzt erstmal nicht so vom Hocker. Weil es irgendwie, weiß nicht, wie GTA sein soll, aber irgendwie dann halt auch ziemlich trashig ist. Es gibt auch so Power-Moves. Okay. Naja, das ist das coolste im Spiel, das Kampfsystem, oder? Ja. Da erinnert es ein bisschen an Tekken fast, oder? Scheiß Pelone. Mann! Stimmt mit dir nicht. Warum hast du denn mit dem Pylonen auf die Fresse? Einfach so. Ich kann. Du bist ja ein knallharter Brocken, ey. Vielleicht. Cool, es kann schier, weiß Gott, was man anders versteht eh keiner. Ich würde gerade sagen, wow. Also, falls von euch jemand Japanisch kann, der darf sich gerne bei uns melden und das übersetzen. Ich bin alle aufgestiegen. Ich weiß ja nicht was, aber ich bin aufgestiegen. Ja. Kannst du mal. Schlimm ist es nur nicht, dass X Kreis ist, sondern die haben auch die Steuerung anders. Also vom. Wie man es Europa gewohnt ist. Ja, da, bei Europa ist links, links und rechts, rechts. Bei denen ist links, rechts und rechts, links. Das ist so. Und ich kann es auch einfach frei umstellen, weil ich weiß, was es heißt. Ja. Vielleicht kann ich mal das Handy zeigen. Geht es? Da. Ja. Sony. Kauf ich drauf. Ja, aber diese scheiß Produktwerbung. Ist das erlaubt? Dürfen die das? Ja, du hast aufgelevelt. Und so wissen, wie es geht. Leck mir was. No. Du Jetta. Richtig. Ja, lies mal, was sie so schreiben. Ja, cool. Ich denke, da ist Song, der ist ich verstehe alles. Wahrscheinlich Combo-Erklärung, so machst du. Ja. Viereck, 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 Dreieck, Dreieck. Da hau ich ihm einfach auf die Lob. Auf die Loppen, Loppen, Loppen. Oh, scheiß Kreis. Mit X geht er zurück. Ja, ich weiß. Okay, dann geht's. Ich wollte rein, habe aber X gedrückt und war so, Alter! So. Na, ich komme in der falsche Richtung, oder? Weiß ich nicht. Ja, ich muss da. Dann muss ich umdrehen. Ja. Also, es wirkt alles ein bisschen auf jeden Fall matt, sage ich jetzt einfach mal. Finde ich. Von der Engine her. Aber es ist voll. Es wirkt nicht so plastisch. Es ist detailliert auf jeden Fall. Auch so mit den Straßen auf dem Boden und so. Da haben sie schon zum Glück drauf geachtet. Das ist wieder Gegner. Den kannst du auf die Mütze hauen. Hey! Boah, da hat er voll gegeben. Du bist ein harter Kerl, hey. Fick denn der schon um, Mann. Na, Shigeru, halt die Fresse. Die Blatt. Falsche Richtung. Genau. Was auch, also obwohl es so ist, also es gibt überall Getränkeautomaten. In jeder Gasse. In jeder Gasse. Also wir haben auch schon eine. Ja. Wir haben auch schon so eine richtig verratzten Gegend an ihm gefunden. Das ist eine komische Hintergasse, da steht ein Automat. Ja. Warum? Das so muss. Ja. Aber, okay. Ich kann entscheiden, was ich sagen soll. Ja. Ich nehme das Kürzere. Also auch die Gestik, ja. Die ist so, ich weiß, so lebendig. So, die sind auch kalt. Schon mal eine PlayStation-Konferenz gesehen aus Japan? Nein, da ist tot. Und Amis ist so. Amis, ist japanisch. Der ist tot. Aber da kommt gar nichts. Da steht wie eine Puppe da. Da klatscht nicht mal einer. Das ist einfach. Musa. Yakuza. Da bist du auch raus. Aber da steht dran Irish Pub. Da müssen die schon wenigstens ein bisschen. Englisch? Ne, ein bisschen. Herzlicher sein. Ach, hey, was machst du? Ich will es umrennen.
Ja, dann kannst du Leute aus dem Auto rausziehen. Nein. Kannst du gegentreten? Nein. Das kannst du überhaupt? Perfekt. Super. Ich kann was trinken. Ja, das kannst du. Richtig, mein ich. Ab. Ich nehme. Was ich? Ist hot. Da. Da, jetzt kann ich. Wenn ich lang drauf bleibe. Ich nipp ein bisschen. Da kannst du auch bloß ein bisschen dran nippeln. Ja, ja, ja. Ich laufe jetzt mit meiner Gesellschaft rum. Trink wieder ein bisschen was. So eine Grütze, echt. Aber ich trinke die Scheiße aus, Mann. Ich will da durch, hast du noch. Und war die Dose, hat die jetzt gefressen. Ja, die sauft da mit. Ich bin beeindruckt. Er frisst die scheiß Dose mit. Hey, was machst du? Bis du noch hinfällst. Voll auf den Sack. Ah. Was das? Na, du bist kaputt. Was ist das? Schüsse von mir. Ich weiß nicht, warum es klingt. Da kann jeder durchlaufen, aber du nicht. Ah. Ajo. Schon geil. Ja, guck mal lieber, was da dran steht. Tja. Hast ein kleines Problemchen. Nein. Vielleicht muss ich jemanden anrufen. Nein. Da ist eine Tür, oder? Da kann ich bestimmt rein. Oh mein Gott, du kannst mal wo reinlaufen. Wow, ein leerer Laden. Wow. Leck mich am Arsch. Brutal. Da ist der Schlüssel. Die Karte ist auch verwirrend. Ich muss... Tja. Also wenigstens ist die Stadt schon mal lebendig. Ja. Ich da. Die Karte könnte sich auch ruhig mitdrehen, gell? Ja, deswegen so. Wo laufe ich jetzt hin? Nein. Unsere Seite. Ja. Stubi. Kagi ga kakatteru na. Ja, genau. Trotzdem steht immer ein verfickter Safe rum. Er hat wahrscheinlich gerade gesagt, er ist zu. Ja, du hast wahrscheinlich keinen Schlüssel. Warum hast du keinen Schlüssel? Du bist gerade ein Fahrrad umgeschmissen. Das ist ganz viel. Du bist doch echt kacke. Warum spreche ich einfach Fahrrad? Oh Mann, wie er sich freut. Oh ja, genau. Ich bin der Son Goku. Ja, das ist wohl gern. Ich krieg ab an. Ich bin auf der Block, Mann. Ja, ich krieg einfach so auf die Fresse. Ja. Hast du gedacht? Oh Mann. Uns, dass du die Leute nicht weghaust. Oh ja, genau. Ich wundere, dass du die Leute nicht hier weghaust wie Captain America. Weil sogar Blut reingespritzt. Ja, toll, die verschwinden, ja. Und das Splattermaster. Weiß ich schlecht. Weißt du, bei dem komischen Pad da unten, dem Controller, siehst du das auf der Karte? Ja. Ich da ran. Das klappt zu. Nein, du warst falsch. Nach links. Links. Ja. Bist wahrscheinlich runter. Wahrscheinlich, ja. Oh, es geht wahrscheinlich gar nicht. Ich bin real, Mann. Du kommst hier nicht rein. Nee. Dann riechst du dem Essen. Essen? Ah, das ist die falsche Richtung. Ich hasse diese Karte. Wie kommen wir da jetzt rein? Wahnsinn, vielleicht außen rumlaufen. Scheiße, ja. Nicht rechts. Fand vorbei, Yellow Fan.
Das ist ein Sushi. Was kann man denn hier machen? Ich will da gerade hinsitzen. Ja, scheiße. Okay, ah, guck, das ist dein Daumen. Okay, kannst du mal was essen? Vielleicht was Kleines? Hast du nochmal einen 50er rein, hab ich voll. Ah, 56 von 100. Ich weiß zwar nicht, was du jetzt hier machst. Was das bringt. Na, das bin ich praktisch voll. Dass ich kacken muss. Wahrscheinlich, ja. Arigatou gozaimashita. Tja, die Frage. Hast du jetzt Ja gemacht oder nein? Ich hab Ja gemacht. Für sicher? Ja. Weißt du, kannst du links und rechts auswählen, gerade eben? Ich weiß. Okay. Inzwischen bin ich schon gewohnt, dass immer rechts und Kreis. Okay. Ah, das sind immer Gegner. Yeah! Oh ja, ich schlag, komm, ich fein. Ich kriege echt. Ey, dann verfickter Hammer. Ich hab's ja noch. Fick dich jetzt. Guck mal. Was stimmt denn mit dem nicht? Steht auf, Mann. Sind wir schon kaputt? Momo. Kann ich wieder jetzt rein? Müsste ich voll. Naja, kann ich nicht rein. Dann gehe ich vielleicht da hoch. Wahrscheinlich kotzt der gleich, wenn du gegessen hast. Ich heile. Fisch. Junge, rein, Mann. Wahrscheinlich für die Demo zu, hm? Schon seltsam, ja. Ich muss da rein, Arsch. Vielleicht kann ich mit denen reden. Guck mal, ich hab mit Auto was wieder rein. Was machst du? Wolltest du ihn mittasten? Scheiß Ober. Ich wollte ihn anbackern. Machst du dich nackig für mich? Halt dann die Frische. Hör auf zu schnaufen, Mann. Sticklachse. Hey, kann ich mir hier ein Mädchen kaufen? Ja, wahrscheinlich. Was ist das hier? Stimmt mit den Japanern nicht? Bestimmt Pornoladen. Wahrscheinlich, ja. Ich guck mal, am Laptop hin kannst. Naja. Aber du kannst hier Stress anfangen. Das Problem, ja. Ich kann ja ein paar was leer drauf. Das Grüne ist ein ganzes Saufautomaten, oder? Ja. Oh ja, dann überall Baustellen, ist klar. Geht oben rein oder unten? Oben wahrscheinlich. Da liegt was. Da liegt was. Hm. Schlüssel. Da kommst du irgendwo rein. Kein Schwein weiß wo, aber da kommst du irgendwo rein. Bist der Schlüsselmaster. Wo ist es nochmal? Job and Matrix, Flash, oder? Job and Flash. Wo? Schlüssel. Schlüsselmeister. Ja. Wieso? Ja. Ich hab dir nochmal die Verarsche im Kopf damals von Interview. MTV Music Awards. Wieso? Dann schauen wir dem Scott und Justin Timberlake. Okay. Dann haben die Don unterbrochen. Mhm. Und der so, lass mich ausreden! Was hast du da jetzt gesammelt? Wahrscheinlich Money. Wahrscheinlich. Ah, das war der Safe, ja. Ah, der. Der war wahrscheinlich mit einem anderen Namensschlüssel gewesen. Der Schlüssel. Eine Schlüssel. Bewegt sich einfach so. Oh, falsche Richtung. Ja, ich glaube, da ist auch nicht, dass du da jetzt noch zu einem Ergebnis kommst. Doch. Ja. Unbedingt. Popo. Ich gehe einkaufen. In der Popo. Oh, ich verpiss dich, Mann. In der Popo. Verpiss dich, Mann. Ich brauch doch was. Das ist so ein Ding, was cool, wenn es bei GTA auch so wäre.
Was denn? Du hast ja so in Läden rein kann schon. Kannst du ja auch. Ja, überall. Aber halt nicht so viele. Und auch so Essen kaufen und so. Das ging ja früher alles bis an Andreas. Das fehlt mir mehr. Also das bei GTA. Und dann auch, dass du halt das alles annehmen konntest. Ja, also das war halt beim... Das finde ich ein bisschen schade beim neuen GTA. Das war bei San Andreas voll cool, dass du halt auch ins Fitnessstudio gehen konntest, du konntest essen. Keine Ahnung, halt so dieses... Wie soll ich sagen? Mehr. Mehr. Das fand ich da halt cool. Das fehlt da auch so ein bisschen, finde ich. Ah, cool. Ja, genau. Okay. Das hast du bestimmt alles verstellt. Ah, cool. Okay, hier im Ball. Das wird auch ein bisschen bei GTA noch mehr so Sportarten. Freizeit. Ja. Ja, weil das Gold ist schön aus. Und Tennis auch. Da oben, da kommt er. Ja, okay, der bewegt sich noch. Du weißt dann nur ungefähr, wo ich, aber der geht noch weiter nach unten. Hast du gesehen? Ja. Du musst immer noch. Nee, du musst gleich nach unten. Ja, okay, dann danke. Okay. Miese Drecksau. Ja. Yeah. Du hast musst ihn da oben reinhauen. Na, echt. Das kriegst du irgendwann schon mal hin. Darf ich mal? Der war viel zu langsam. Nur mal gucken. Mit Kreis? Ja. Okay. Ja, okay. Ja, ich muss nur gucken, wie viel Zeit ich immer. Okay, toll, das habe ich schon. Vorbei, Scheiße. Ich will normal. Ich will auch 10 Bälle verkacken. Ich habe nicht 10 Bälle verkackt, du Arschloch. Doch, es war faul. Du hast nur getroffen, aber nicht. Ich, da, weiß, oder? Ich weiß ja, ich weiß, dass du den kannst so. Ich will mal das. Ich will mal das noch. Die, die bezahlst, weißt du, oder mit dir kotzen, die. Ja. Du weißt, was ich meine? Nein. Kartobasse. Sind keine Nutten? Ja. Ja, nee, du hattest schwierigste Schwierigkeitsgrad nochmal deswegen. Ah. Ja. Weißt du? Ja, ist die. Gibt's auch Männer. Du meinst Cargos? Escort-Service. Ja, Escort-Service. Ja, okay. Da geht's jetzt. Da ist dann angenehm, so zu spielen. Der langweilige knallt einen Homerun nach dem anderen rein. Wenn man den Ball erwischt. Das war gerade so. Der geht bestimmt nach unten. Nein, du noch nicht. Der bleibt einfach. Hat er dich verarscht? So ein Mongo. Hier ist meine Trische schon. Irgendwie schock, ja. Schon irgendwie schock. Der ist ja gar nicht so sensibel. Ja, doch, ein bisschen sensibel ist er schon. Ich wollte sagen, erst verraten. Home Run. Okay, ist raus, raus. Ja, egal. 5 von 10 habe ich erwischt. Immerhin Rang B. Jo. Bet. Ja, auf. Mu. Schwierigkeitsgrad. Ich muss da testen. Jetzt weiß man wenigstens, ganz unten ist schwierig, schwierig. Und oben ist einfach, einfach. Unten ist Master Blaster. Ja, das hat man gesehen. Guck, da wäre sogar ein Schlüssel gewesen in dem Hoverun-Scheiß. Weg mir was. Ja. Also ganz ehrlich, ich fand das Baseball jetzt schon witziger als Tischtennis. Als Tennis bei GTA. Das ist ja langweilig. Tennis? Hm. Ja. Ja. Das wäre halt cool. Bei GTA könnte ich auch noch Fußball spielen oder so. Ich auch so bekannt in Amerika. Aber Tennis. Ja. Ah. Die haben auch einen gehabt, wo die Scheiße gewonnen hat. Ja, egal, aber die meisten, nicht, die da immer gewinnen, kommen immer aus Europa irgendwie. Die meisten. Ja. Der fliegt gleich um. Ja, kannst du einfach klauen, oder? Nein, ich kann einfach sagen. Guck mal, vielleicht kannst du klauen. Scheiß Taxis. Ja, mit der Taxi fahren wir raus, außerdem. Ja, ist das so.
Hat die voll abgezockt, erst gesehen. Sieh mal hier meine Fahranimation. Das ist schlecht. Das ist echt schlecht. So, wie ich es beim Taxi, dann kannst du wenigstens auch noch ein paar Prostballern oder so. Wow. Wie geil ist das denn bitte? Ich bin wieder hier. Okay, also ich denke, es reicht, oder? Ja. Also auf jeden Fall, Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Wie ihr seht, Yakuza 6 hat eigentlich leicht gute Ansätze eigentlich, muss man sagen. Ist halt ziemlich so japanisch angehaucht. Sehr japanisch. Ja. So mit Escort und das ganze, ich denke, die Schnacke, die Schnuck. Aufkommensystem her und so. Und, ja. Kommt es, sagen wir, vom Preis her an? Wie es wird. Sag mal, rein technisch ist jetzt kein Überflieger, aber für. Sieht schick aus. Also es gibt. Also es gibt weit mehr Schrott von Japan. Ja. Man muss mal so. Also die ganzen RPG-Kitsch-Dinger. Ja, das sehen wir noch. Machen wir R2. Was passiert da? C2 kann ich auch kennen. Oh, es geht ab wie ein verficktes Schnitzel. Ja, du hast gerade dich in ein Soberseitchen verwandelt. Ich weiß. Da liegt was auf dem Boden. Ich hab's gar nicht gesehen. Dreh ich nochmal um. Da, Schnaps. Ja. Hardy. Ja. Jawohl. Okay, also dann bis denn und tschüss. Tschüss.